Heute sehen wir eine Zeitlupe. Einen Mann, der einen Zettel hochhält. Und ein Auto als Breakdancer. Wir sind im staubigen Texas, genauer gesagt auf einer Farm in der Nähe von San Antonio, um uns den hier anzugucken, den neuen GLE. Aber erstmal muss ich zu meiner Schande eingestehen, ich habe Fake News verbreitet. Und zwar genau vor 7 Jahren habe ich den Trump gemacht bei der Präsentation der M-Klasse. Dazu haben die Motoren mehr Leistung als beim Vorgänger, bei geringerem Verbrauch, besonders natürlich der Vierzylinder-Diesel, der hier unter der Haube ist. Aber vermissen wird man die 2 verlorenen Töpfchen wohl eher nicht. Die neue M-Klasse hat alles, was sie für einen Erfolg braucht. Und wir sind uns sicher, es wird nicht die letzte Generation gewesen sein. Tja, genau das ist nämlich nicht passiert. Es gab keine neue Generation. Denn mit dem Facelift von dem M wurde er zum GLE. Verwechseln ja viele mit dem GLE Coupé, aber nein, das hier ist er, der neue GLE. Und ich sag mal, die Verwechslungsgefahr, die sollte sich mit diesem Auto hier durchaus ändern. Dieses SUV soll, so sagt zumindest Mercedes, das modernste und beste Auto sein, was derzeit, also 2018, mit Stern zu haben ist. Tja, behaupten kann man viel. Aber der hier, der ist 1997 vorgestellt worden. Alle, die an ihm mitgewirkt haben, haben unterschrieben. Aber als er dann 1998 nach Deutschland kam, da hat die Autobild Folgendes getitelt. Der hat den Stern nicht verdient. Warum das Ganze nicht? Ja, weil er damals Spaltmaße hatte, wo ganze Schulklassen drin verschwunden sind. Innen so ein bisschen diesen Plastikschick aus der Imbiss-Tischdecke. Ich sag das Ganze nicht jetzt, um Mercedes zu bashen, sondern ich möchte einfach nur mal zeigen, das ist das, wo wir herkommen. Und das hier ist draus geworden. Früher war eben doch nicht alles besser. Die Amerikaner in Tuscaloosa haben dazugelernt. War die M-Klasse 1998 noch eher Lastesel mit vielleicht ein bisschen Ambiente, würde heute dieses SUV im feinen Zwirn wohl kaum jemand als LKW bezeichnen. Dabei ist der GLE beim Design seinem Urahnen mit dem M im Namen durchaus ähnlich. Zumindest die typische C-Säule, die ist geblieben. Beim Look hat der neue GLE das Familiengesicht bekommen. Das kennen wir schon zum Beispiel von der A-Klasse oder vom CLS mit diesen scharfen LED-Lichtern. Hier sind es 2 LED-Streifen, weil er die Verwandtschaft zur E-Klasse damit zeigt. Beim GLS, also bei dem größeren SUV, was 2019 kommt, erwarten wir dann 3 Streifen. Mal gucken, ob es auch so kommt. Ansonsten, ja, weniger Sicken, weniger Kanten, alles so ein bisschen schierer, ein bisschen glatter. Der Chefdesigner von Mercedes würde immer sagen, take a line off. Und das Ganze hat natürlich auch Vorteile für den CW-Wert. Der Windwiderstand ist gesunken und zwar auf 0,29. Und das ist echt bombastisch für so ein Riesen-SUV wie das hier. Wobei ich mich frage, gibt es eigentlich Autos, die mit der neuen Generation einen schlechteren CW-Wert hatten als vorher? Ich glaube nicht. Und wenn, hat keiner darüber geredet. Geredet wird vor allem über das neue Fahrwerk. Electronic Air Body Control, kurz EABC. Denn da gibt es nicht nur eine Luftfederung, sondern jedes Rad kann einzeln digital angesteuert werden. Damit stellt sich der Wagen auf Unebenheiten auf der Straße oder im Gelände ein. Aber nicht nur das. Das Fahrwerk bringt auch noch ganz lustige Gimmicks mit sich. Hier gibt es zum Beispiel den Freifahrtmodus. Das heißt nicht, dass man freie Bahn hat, sondern wenn man sich eingegraben hat, dann kann man hier auf den Free Driving Assist draufdrücken und dann passiert Folgendes. Es fühlt sich so an, als hätten Pietro Lombardi und seine Sarah sich doch versöhnt und würden jetzt gemeinsam wieder Boxspringbetten austesten. Ja, alle über 18 bitte jetzt abschalten. Es gibt noch eine Show-Einlage, aber für die müsst ihr jetzt bitte Still Dre aus dem Album 2001 von Dr. Dre einschalten, denn die GEMA wollte säckeweise Kohle von uns, die hatten wir nicht und deswegen jetzt mit anderer Musik. Das Ganze ist natürlich nicht nur zum Spaß erfunden worden. Wir haben mit dem eActive Body Control ein Fahrwerk entwickelt, bei dem wir die Möglichkeit haben, jedes Rad einzeln anzusteuern. Warum haben wir das gemacht? Wir wollten die gesamte Bandbreite darstellen können in einem Fahrwerk. Zwischen sehr sportlich, super komfortabel, das ist mit Sicherheit das komfortabelste Fahrwerk, was es für die SUVs gibt. Und darüber hinaus aber auch die Offroad-Fähigkeiten betonen.
Das Fahrwerk ist so ausgelegt, dass es vollautomatisch jederzeit das Fahrzeug nivelliert beim Fahren. Heißt, wir haben kein Nicken, kein Heben, kein Senken, kein Wanken mehr. Wir können in allen Richtungen die Bewegung des Fahrzeugs ausgleichen. Dazu haben wir eine Multipurpose-Stereokamera in die Frontscheibe integriert, die permanent die Straße abscannt und damit eigentlich Bodenwellen, Löcher etc., aber auch kleinere Unebenheiten erkennt und das Fahrwerk darauf vorbereitet, sodass es noch komfortabler darüber gleiten kann. Der Wagen hat auch eine Curve-Funktion. Damit kann sich das Auto sogar wie ein Motorrad leicht in die Kurve legen, damit man die Fliehkräfte nicht so merkt. Dieses Fahrwerk gibt es aber derzeit nur kombiniert mit den Sechszylindermotoren. Bevor wir was zu diesem Zauberfahrwerk sagen, möchte ich noch mal ein paar Worte zu diesem Auto an sich loswerden. Denn wir haben unter der Haube einen Sechszylinder-Diesel und man hört es nicht. Hier dringt nichts nach innen, das ist wirklich absolute Stille hier. Beim Vierzylinder ist es ein bisschen anders, der klingt ein bisschen rauer, aber bei dem hier muss man sagen, das ist schon wirklich komfortabel und auch faszinierend, wie leise der ist. Apropos faszinierend, auch das Fahrwerk ist faszinierend. Wir haben diese Curve-Funktion heute ausprobiert und sind so ein bisschen auf dem Highway hin und her gefahren, haben also ein paar Spurenwechsel provoziert und man muss sagen, das merkt man schon, wie der Wagen sich so reinlegt und rein, ja, mit in die Kurve reinhängt. Das ist schon großartig und ich glaube, jeder, der sich für Technik begeistern kann, der sollte auch sein Kreuzchen machen und dieses Fahrwerk bestellen. Gerade auch, wenn man vielleicht noch mal Offroad gehen möchte, dann ist das auf jeden Fall was. Im normalen Straßenverkehr, muss ich sagen, kann man drauf verzichten. Braucht man nicht. Da würde ich lieber das Geld sparen und vielleicht in eine Lederausstattung, ein paar schicke Felgen oder in die dritte Sitzreihe zusätzlich investieren. Apropos Geld. Das große digitale Widescreen-Display hat jetzt auch im GLE Einzug gehalten. Und es kostet nix. Tatsächlich, das gibt es serienmäßig. Dazu gibt es auch das MBUX-System mit der aktuellen Spracherkennungssoftware. Ein einfaches Hi Mercedes. How can I help you? Reicht. It's getting hot in here. Sogar meinen schlechten Gesang erkennt die. Also sie hat die Klimaanlage jetzt einfach mal runtergeregelt. Man kann natürlich auch das Telefon per Sprachbedienung vielleicht noch führen. Man kann ja die Klimaanlage, das Navigationssystem, all das kann man eben per Sprachbefehl steuern. Man kann mittlerweile auch, wenn man sich eine Innenraumkamera einbauen lässt, zum Beispiel die Gestensteuerung etwas perfektionieren. Wenn man hier auf den Beifahrersitz zum Beispiel greift, dann geht das Licht an, weil die Kamera das erkennt. Also eine Menge kleiner Spielereien. Man kann auf diesem Widescreen mittlerweile ja auch touchen. Das ging ja am Anfang auch nicht. Ich gucke auf ein riesiges Head-Up-Display. Da ist eine Menge Spielzeug dazugekommen im GLE. Ob man das alles braucht, ich weiß nicht so genau. Aber es ist auf jeden Fall lässig. Worauf die Welt, zumindest die kleine Welt im Innenraum, viel eher gewartet hat, ist mehr Platz. Im Vorgänger wurde man ziemlich eingebaut, gerade in der zweiten Sitzreihe. Das ist jetzt anders. Die 8 cm mehr Länge kommt vor allem den wichtigsten Menschen zugute, nämlich denen, die hinten sitzen. In diesem Video haben wir schon rote GLE gesehen, blaue GLE, silberne und jetzt auch noch einen weißen. Warum diesen weißen? Weil der hier eine Sonderausstattung hat, nämlich ta-ta-ta-ta, eine dritte Sitzreihe. War bislang immer dem GLS vorbehalten, gibt es jetzt auch im GLE. Wenn man sich für diese dritte Sitzreihe entscheidet, muss man sich auch für eine elektrisch verstellbare zweite Sitzreihe entscheiden. Denn sonst klappen diese Sitze nicht um. Hat aber den Vorteil, wir haben hier 630 Liter Kofferraumvolumen. Wir können den aber erweitern. Und zwar eben mit dieser elektrischen Verstellung. Da kann man nämlich den Sitz einfach noch mal zum Beispiel ein Stück weiter nach vorne schieben. Geht mit den anderen natürlich auch. Und dann sind bis 815 Liter drin. Wenn man alles umklappt, sind sogar über 2000 Liter drin. Das heißt, man hat mehr Platz und eben mehr Variabilität als beim Vorgänger. Ich kann mich jetzt entscheiden, möchte ich einen Umzug mitmachen oder möchte ich vielleicht ein paar Freunde einladen? Verwandte, Bekannte, Mutti und die Kleinen. Schön, oder? Im normalen Leben wird der GLE aber wohl eher nicht voll beladen bis unters Dach vor der texanischen Farm sein Zuhause finden, sondern eher bei wohlhabenden Stadtbewohnern. Die können dafür im Zweifel mal eben den Pferdeanhänger zum Turnier oder den Wohnwagen fürs Wochenende anhängen. Bis zu 3500 Kilogramm Gesamtgewicht darf der gebremste Anhänger wiegen. Das war schon immer eine Stärke des Mercedes-SUV, selbst zu Zeiten, als die Qualität den Stern vielleicht noch nicht verdient hatte.
Am Ende bleibt die Frage, möchte ich dieses Auto meinen Eltern, meinen lieben Verwandten, Bekannten oder Nachbarn empfehlen oder eben nicht. Im Vergleich zum Vorgänger muss man sagen, ist das eine ganz, ganz neue Generation. Gerade im Innenraum sieht man, das ist alles viel, viel moderner geworden. Das ist ein Quantensprung im Grunde genommen zum Vorgänger. Dazu kommen die Motoren bei den Benzinern mit dem Mild-Hybrid, bei den Dieseln mit diesem Sechszylinder. Ja, es gibt auch den Vierzylinder, wobei ich sagen würde, der Sechszylinder passt ein bisschen besser und es ist der sauberste Diesel, den man im Moment bekommen kann. Dazu kommt, dass Mercedes hier eigentlich auch das modernste Auto hinstellt, was sie derzeit im Portfolio haben. Das heißt, das hier ist sowas wie die Speerspitze. Der ist im Grunde genommen noch mal moderner als die aktuelle S-Klasse, gerade mit diesem elektronischen Fahrwerk. Insofern durchaus eine Empfehlung. Was meinen Nachbarn angeht, der muss noch ein bisschen warten, weil der wartet auf den AMG. Und der kommt erst im Laufe des Jahres 2019, wahrscheinlich sogar eher gegen Ende. Den AMG GLE 43, den wird es nicht mehr geben. Der wird durch den 53er ersetzt. Die Motoreneinheit kennen wir schon aus der E-Klasse und der 63er, der wird schön beim 8-Zylinder bleiben, wird wahrscheinlich auch tatsächlich der einzige 8-Zylinder im GLE sein. Weiß man noch nicht, aber könnte so kommen. Insofern, wer 8-Zylinder will, der muss auf den GLE 63 warten. An den Start geht der GLE mit vier Motorvarianten. Einem 6-Zylinder-Benziner mit 48 Volt Technik, Mild Hybrid und 367 PS. Einem 6-Zylinder-Diesel in zwei Leistungsstufen, unser 400D hat 330 PS und die kleinere Version kommt mit 272 Pferdchen. Die Preise beginnen hier knapp über 70.000 Euro. Billiger wird's mit dem 4-Zylinder-Diesel. Der passt mit seiner etwas raueren Art zwar nicht ganz perfekt zum Luxusanspruch und das elektronische Fahrwerk kann man auch nicht kaufen, aber er geht für rund 65.000 Euro an den Start. Ob D-Mark oder Euro, dieses Oberklasse-SUV mit Stern war schon immer etwas teurer. Das wird dem Erfolg aber ziemlich sicher keinen Abbruch tun. Und dieses Mal bin ich mir auch sicher, es wird künftig eine nächste Generation GLE geben. Mal gucken, ob der Freifahrtmodus dann serienmäßig ist.